Heute machen wir den netten Schieferpfad. Und als Begleitung habe ich heute den Mario Andernach dabei. Da könnt ihr auch mal auf dem seinen Kanal nachgucken. Und dann Moin. Hoffe ich, dass ihr alle wieder dabei seid. Hier ist der alte Wasserstollen. Schade, leider fängt es jetzt an zu regnen. Auch schön gemacht hier mit dem Wasser. Vorne ein kleines Wasserrad. So, nach kurzer Etappe kommt hier ein sehr steiler Anstieg, aber wunderbar schön hier durch den Wald. Und Mario, alles klar? Ja, ja, alles okay. Etwas beschwerlich, weil es doch sehr steil ist, aber es geht. So, jetzt sind wir an der ersten Aussichtsstelle angelangt. Schaut mal, wie schön das hier ist. Da unten diese Ortschaft, die ihr seht, das ist Drims. Und da unten diesen Fluss, den ihr da seht, das ist die Nette. Also die Tour macht ihrem Namen alle Ehre. Es ist wirklich ein schöner Traumpfad. Tja, die Waldameisen. Die sind jetzt im Frühjahr auch schon wieder sehr aktiv, wie man sieht. Ja, hier sind wir am zweiten Aussichtspunkt angelangt. Lasst es einfach mal auf euch einwirken. Ja, also hier auf den Traumpfaden kann man sich auch nicht verlaufen. Die sind immer sehr gut ausgezeichnet mit diesem Zeichen hier. An jeder Ecke sind ein oder zwei Zeichen eigentlich immer. Also ich muss sagen, da haben die gute Arbeit geleistet.
Futter für die Ameisen. Eine tote Hummel. So, das ist jetzt unsere Tour, die wir machen. Der nette Schieferweg von den Traumpfaden. Es gibt 26 Stück insgesamt. Und wir müssen jetzt Richtung Drims laufen. Das sind noch 8 Kilometer. Insgesamt ist der Traumpfad, glaube ich, 10 oder 10,5 Kilometer. Und jetzt schon wieder ein Highlight. Diese Richtung. Ja, hinten ist ein altes Brückenviadukt, was ihr da erkennen könnt. Und zwar befinden wir uns jetzt hier auf einer alten Eisenbahnstrecke von 1904. Und diese Eisenbahnstrecke haben sie jetzt hier umgebaut. Hier gehen wir auch jetzt durch einen Eisenbahntunnel durch. Und jetzt dient es als Fahrradweg und Fußgängerweg. Und in diesem Tunnel finden auch ab und zu Konzerte statt. Ist ja geil. So, das ist jetzt der Tunnel. Und zwar heißt er auch Hermann-Göring-Tunnel, weil der sich früher hier versteckt hatte im Zweiten Weltkrieg. Und hier haben wir auch wieder unser Zeichen. Und das ist der Tunnel, da gehen wir jetzt mal durch. Ja, jetzt sind wir hier mitten in dem Tunnel drin. Ist schon eine tolle Atmosphäre. Sehr hier, angenehm. Hinten ist das Ende vom Tunnel zu sehen. Klopfen wir dagegen. Hier haben sie irgendwie. Ja. Da ist irgendwas dahinter. Ist alles ja, noch hohl. Ja. Also hier in diesem Tunnel ist es wunderbar kühl. Also stell mal vor, wenn draußen im Sommer 30 Grad sind und du kommst hier rein, da, wunderbar, also ganz toll, sehr gut. Ja, und hier sind wir jetzt am Ende des Tunnels angekommen. Jetzt sind wir hier am Nette Ufer. Ein Entenpärchen mit seinen Jungen. Die haben sie mit Sicherheit gemacht, damit die Pferde hinterher rennen.
So, meine Freunde. Der hier. Marius wieder Herbstwurst am machen. Herbstwurst. Und Arthur, guck dir da doch mal an, ey. So sieht ein Herbstwurst aus. Die Kuh, ist nicht so. Der kommt in der letzten. Wie hieß er nochmal? Die Verdorbene da. Lingenstein, ja. Guck mal, ey. Das sind Sachen. Hier mein GX Gaskocher. Das ist ein gutes Teil für wenig Geld. Kostet 6 Euro. Allerdings habe ich auch 6 Euro Versand müssen bezahlen. Waren insgesamt 12 Euro dann. Das geht ja. So, ich habe heute erste Mal meine Bushbox Ultralight in Verbindung mit dem Trangia Brenner. Habe ich heute das erste Mal dabei. Und ich muss sagen, das funktioniert wunderbar. Und noch was, ich habe hier von dem Stanley Kochset den Deckel, der passt haargenau auf den Tatonga-Becher drauf. Aber wirklich haargenau, jetzt wenn dir dafür gemacht wäre, einwandfrei. Nur als kleiner Tipp. Noch was, was ich euch noch zeigen möchte. Ich habe nicht den Brenner von Trangia, sondern ich habe mir den Brenner von Espit geholt, weil da ist hier oben an der, da ist hier dieses Gestell noch dran. Das heißt, wenn ich gleich die Flamme ausmache, kann ich das wunderbar, also hier durch die Öffnung und dann einfach runterfallen lassen. Aber ich zeige euch das gleich noch. Ich denke mal, die Erbsmus ist auch fertig jetzt. So, wenn ich jetzt ausmache, gehe ich einfach hin, zack, fertig. Und wenn ich jetzt, wenn das an dem normalen Trangia Brenner ist, dieses Gestell nicht dran. Das heißt, da müsste ich dann so den Tatonga Becher runterholen und müsste dann irgendwie von oben drauf fallen lassen. Deswegen habe ich mir von Espit den geholt, weil das schön ist.